Sash. Fearless of the light, Rick Moranis, blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta. Sit on me, take a seat, young Christopher Hansen. 2012, die Geburt meines Kanals. Wie kam ich darauf, meinen Kanal zu öffnen? Ich habe mir Metal Gear Videos damals angeschaut, weil ich besser werden wollte in dem Game. Den ich mir angeschaut habe, der hatte sogar sein Geburtsjahr mit drin. Ich fand das nice, wie er Leute unterhielt. Also, das wollte ich auch machen. Ich wollte das auch jemanden, ja, geben, sagen wir es mal. Ich wollte auch unbedingt Leute unterhalten. Also so habe ich quasi mich mal versucht, auch als YouTuber, um Leute zu unterhalten. So wie er es halt macht. Wie kam ich auf den Namen? Jack und Dexter habe ich damals gespielt. Also habe ich Dexter genommen und mein Geburtsjahr. Noobscoping habe ich es genannt. Die Videoqualität war so, naja, ich habe zwar mein Bestes gegeben, zwar, da war es noch ziemlich verpixelt. Danach hat es 2 Jahre gedauert, bis die richtigen Videos quasi wieder kamen. Habe ich mit Let's Play weitergemacht. Far Cry 4 habe ich dann gespielt. Habe ich nie zu Ende gemacht, weil hat sich anscheinend niemand angeguckt, was ich ziemlich schade fand. Aber den Wendepunkt habe ich jetzt leider erst erkannt. Deshalb, es gibt Sachen, wo ich jetzt erzähle, ich werde euch jetzt erzählen, worauf ich einfach Lust habe. Aber guckt euch das mal an. Also, spart ich auf jeden Fall. Und ich möchte auf jeden Fall Sachen auf meinem Kanal bringen. Ihr werdet jetzt nur sehen, worauf ich Lust habe, worauf, was Spaß macht. Ich möchte mit euch kommunizieren, ich möchte die Kommentare lesen. Hey, zum Beispiel, kannst du nochmal zeigen, wie man das und das craftet? Ja, geil, kann ich machen. Kannst du uns das und das nochmal zeigen? Blau? Oder dies und das. Hey, das sieht blau und dann aus. Dann kam auch schon mein nächstes Let's Play. So. Within. Meine erste Runde mit der Facecam ist gestartet. Es war natürlich richtig nice. Deshalb, so wie ihr das jetzt hier seht, das war das Let's Play mit der Facecam. Die Bastions möchte ich auf jeden Fall nicht stecken. Ah, guck mal hier, Medikit. Was gibt's hier noch so? Waschmaschinen. Ganz wichtig. Hab dreckige Wäsche. Und telefonieren kann ich auch. Und ins Internet. Leute, mein Ziel ist es, wo ich auch wieder das Ziel verfolge ich weiterhin, einfach Leute zu unterhalten, aus dem Alltag rauszubringen. Ich werde euch jetzt einfach zeigen hier, wie mein Kanal vorangeschritten ist. Es gab ganz viel COD und irgendwann kam halt Pokémon Go. Und als ich Pokémon Go gespielt habe, da habe ich gemerkt ungefähr, was ich eigentlich will. Beziehungsweise, welche Art von Videos quasi kommen, um zu unterhalten. Es muss mir Spaß machen. Das Spiel, was ich spiele, muss mir Spaß machen. COD wird auf jeden Fall kommen. Es gibt nämlich Phasen, da bockt mir COD richtig. Es gibt auch Phasen, da saß ich davor, habe COD angemacht und habe dann gesagt, nein, bin rausgegangen, um ein Go spielen zu gehen. Möchte nicht. Leute, ich werde euch nur Videos bieten. Das werdet ihr jetzt sehen. In den nächsten 10 guckt ihr euch einfach an. Die habe ich mir einfach rausgeschnitten. Da habe ich Spaß bei den Videos. Das sieht man auch. Und ich finde, die unterhalten auch. Und ich möchte euch auch unterhalten. Möchte euch auch aus dem Alltag rauskriegen. Ihr sollt euch hinsetzen, Couch, Sofa, egal wo, mit dem Tablet, am PC oder sonst wo oder am Laptop. Und sollt einfach nur genießen und euch das Video geben. Und dann ein paar Kommentare. Meinetwegen kann es auch Kritik oder sonst was sein. Oder irgendwas Mitwirkendes, was Verbesserung. Egal was. Viel Spaß. Lebst du schon oder lädst du noch oder feuerst du schon? Ma, wie schlecht gerade. Nein. Der Spruch. Der Spruch geht auf hier. DNA-Bomb, Jungs, die dritte! Oder? Hä? Hey. Ah, Nuklear, ich gehe auf Double, Leute, ich gehe auf Double. Tja, ich habe so Glück gehabt, EMP-System raushauen. Leute, ich habe so Glück gehabt. Ach du Scheiße, wenn das Nuke wird, muss ich hochladen. Der Lacker meines Lebens.
Digga, ich hab Double Cam! Ich hab Double Cam! Digga, ich hab Double Cam! Ich bin auf Stream. Nein, ich muss nachladen. Teammate hängt auch da hinten und wartet einfach so. Ja, ja, macht er schon. Easy für ihn. Das Profi. Ah. Der Randy weiß doch gar nicht, dass er Call of Duty spielt. Er ist doch immer bei dem Spiel davor. Der Randy läuft gerne anvisiert durchs Game und fragt sich 2 Minuten lang: Wo sind die Gegner? Digga, er ist so doof! Ich sitze eigentlich auf dem Balkon mit meinen ganzen Computerkrams. Ah, geil! Ja, moin, grüß dich! Hallo! Ich sitze hier immer auf dem Balkon. Ja, alles klar! Bring mir auch was mit! Oh Mann! Oh, Alter! Geil! Ich hab eine epische Tarnung für die M8 gezogen! Liegt dir noch ein Päckchen? Digga, dich habe ich richtig bombardiert da oben. Kleiner Penner. Der denkt sich auch, dieser Hurensohn, wo kann er so viele Granaten her haben? Geschieht dir recht, du Arsch. Ihr habt gerade im Hintergrund gesehen, Videos. Da hatte ich wirklich gute Laune, hat mir Spaß gemacht, die Videos zu bringen. Bis jetzt kam wirklich noch kein Video, wo ich sagen muss, hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Es fing aber so langsam an bei Black Ops 3, wo ich sagen muss, boah, nee. Und bevor das kommt, Leute, bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Black Ops 3 wird auf jeden Fall jetzt nicht so häufig kommen, wie beim, wie es die letzten Male so gekommen ist. Okay, nee, so häufig ist jetzt auch nicht mehr gekommen. Ist. Deshalb gab es dann jetzt Pokémon Go, was ihr jetzt gesehen habt gerade eben. Was ihr sehen werdet, ist einfach, ich will es nicht zu lange in die Länge ziehen. Ihr werdet Let's Plays sehen, ihr werdet noch BO3-Videos sehen. Das heißt, wenn du jetzt gerade neu dazugestoßen bist zu meiner Community, hast mich gerade abonniert und weißt, geil, der unterhält mich. Let's Plays sind nur Spiele, wo ich drauf Lust habe. Nur diese Let's Plays kommen. Jetzt nicht zum Beispiel, oh, jetzt ein Release, das Spiel hole ich mir, das zocke ich. Habe ich nämlich keine Lust drauf, weil nachher gefällt mir das Spiel nicht. Dann ist genau das gleiche wie bei BO3. Da setze ich mich hin und mache es 24-7 und irgendwann habe ich keinen Bock und dann habe ich dann quasi so eine erschwitzte Nuklear, wo ich dann einfach hier hänge. Oh yeah, puh, Nuklear, wo ich mir im Kopf einfach wahrscheinlich nur denke, eigentlich kann ich hier Aufnahme ausmachen und mich einfach nur hinlegen. Leute, ich habe in das ganze Equipment hier generell, um euch halt natürlich auch eine gute Qualität zu investieren, zu bieten, viel Geld reingesteckt. Ja, warum machst du das Ganze? Weil es mein Hobby ist und weil es mir Spaß macht. Wenn ich die Frage auch einfach mal beantwortet habe. Ja, aber, nein, nicht aber, ist ein Hobby. Jeder investiert immer gerne sein Hobby. Mein Hobby ist gerne, das bei YouTube und bei Twitch euch zu unterhalten. Egal ob 1, egal ob 3000 mir gerade zuschauen oder bei YouTube. Egal ob 640, ist zurzeit 640, oder 100.000. Und davon dann meinetwegen 50.000 zuschauen oder jetzt nur 70 bis 150 Leute. Hauptsache, ich unterhalte euch, kann euch aus dem Alltag rausbringen. Ihr sitzt auf der Couch, ihr sitzt vom Fernseher. Kann ja sein, dass er mit dem PC verbunden ist. Klickt das Video an, luschert einfach mal in Videos zu und sagt, ja Mann, das hat mich entspannt. Oder kurz vorm Feiern gehen, bist du einfach nervös, denkst du, boah, ich schau mir jetzt mal gerade eben nochmal einen Dexter an. Ja Mann, haha. Nachher mach ich sie klar, mein Digga.
Egal wie, Leute. Hauptsache, ich bringe euch raus und bringe euch gute Laune. Das ist einfach mein Ziel, was ich erreichen möchte. Euch gute Laune und aus dem Alltag einfach rauszukommen. Deshalb, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben bei dem, was auf jeden Fall kommen wird. Könnt ihr von ausgehen? Unleash the Noob und Road to Commander, meine zwei neuen Serien. Weil da muss ich keine Nuklear schaffen. Da kann ich einfach hier sitzen und einfach gute Laune haben, egal was. Ist eine Nuke dabei, kommt die natürlich. Also könnt ihr von ausgehen, dass es nicht immer nuklear ist. Natürlich schwitze ich natürlich weiter auf die Double, ja. Das ist natürlich ganz schwer, aber ich versuch's. Deshalb, Leute, freut euch auf das erste offizielle Let's Play bei mir, Tomb Raider, auf der Xbox. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich tierisch überfreuen. Auch wenn du natürlich neu bist, bist wahrscheinlich ein bisschen schüchtern, ne? Ist nicht schlimm. Lass dich ruhig in den Kommentaren aus oder kling dich bei irgendwelchen anderen mit ein. Kein Problem. Ich lese mir alles durch und würde das natürlich dann gerne auch mit einbauen. Oh, du baust auch die Community mit in den Videos ein? Ja. Wie denn? Ganz einfach. Zum Beispiel bei dem Let's Play, wenn das irgendeine Mission oder sonst was gibt, was man machen kann oder du einen Tipp hast oder ich einen Tipp habe oder du dann nachfragst, ey, wie man das machen kann, wird das natürlich im Video mit eingebaut, wird es eingeblendet und ich zeige das Ganze, wie das dann Ganze funktioniert. Echt? Ja. Ja, und wenn das Let's Play dann vorbei ist, ja, und ich zwei andere Spiele auf Petto habe, entscheidet die Community, quasi ihr, was als nächstes Let's Played wird. Das ist ja geil. Du baust uns mit ein? Ja, na klar, baue ich euch mit ein. Deshalb, ihr könnt mir auch gerne Kritik natürlich auch reinschreiben, ist auch kein Problem, wo du sagen musst, hau, hau. Digga, mach die Facecam aus. Geht gar nicht. Meine Mutter kam rein. Die hat sich erschrocken. Die hat sich den Kopf gestoßen. Nein, Spaß. Ihr wisst, was ich meine, ne? Deshalb. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich sag bis zum nächsten Mal. Wünsche euch natürlich noch viel Spaß jetzt am Montag, egal was ihr macht. Wer nicht wisst, was ihr macht, jetzt ganz einfach. Unten in der Videobeschreibung sind alle meine Playlists, die ich drin habe. Okay? Alle. Jetzt habt ihr einen geilen Montag Anfang, ne? Auch nicht schlecht. Und zur Info, ich werde auch bei Twitch Let's Playen, das heißt das Ganze bringen. So könnt ihr euch vorher spoilern. Aber natürlich dann, ihr könnt natürlich in den Videos reinschreiben. Ja, freu dich mal aufs nächste Video. Das wird geil, das wird geil. Oder das übernächste, je nachdem, wie lange Let's Play Folge geht. Wie lange geht die denn? Keine Sorge. 20 bis 30 Minuten geht ungefähr ein. Ah, alles klar. In diesem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Zum zweiten Mal, das ist mir noch eingefallen. Ich bin raus, macht es gut. Popping bottles in the ice, like a blizzard.